Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Episode hier von Let's Play Prince of Persia, The Two Thrones. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt. Dieser Brunnen hier, Leute, also ich sag's mal so, ne? Dieser Brunnen, der ist echt übelst der Lebensretter zumindest gewesen in der letzten Folge hier. Und falls ihr den Kanal natürlich nicht abonniert habt, dann würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Ja, Freunde, hier bin ich durchgekommen und jetzt muss ich hier durch. Ich bin echt gespannt. Tatsächlich auch deswegen, weil die Story ja jetzt etwas tiefsinniger wird. Moment mal, nee, ich bin gar nicht von hier gekommen. Ich bin hier lang, dann hier hoch. Und jetzt muss ich hier lang. Entschuldigung. Voll vercheckt hier. Durch die ganzen Ordnungen hier, die wir hier gehen sollen. Heiliger Bimbam. Los geht's. Oh. Die hat's richtig erwischt. Krass. Hier sind auch noch einige Gefährten von uns. Starke Wächter von Persien. Hier auch. Boah, der hat einfach einen ganzen Speer in sich drin. Die haben hier alles bewacht, Freunde. Alle. Städte zu erobern ist ehrenvoll, aber sie mit solcher Grausamkeit zu überziehen ist schändlich. Ich werde ihm jeden Streich vergelten, den er gegen mein Reich führte. Wir sind nah dran, so nah. Nun soll er selbst leiden. Den holen wir uns und wir verwandeln uns natürlich. War sowas von klar, das hat gefehlt. Let's do it. Die Wut ist in uns, Freunde. So, ich glaube, wir können es hier fallen lassen, oder? Jo, voll daneben. Von wegen fallen lassen. So. Okay. Ich will mir den holen. Komm. Nix da. Du bist Vergangenheit, Kollege. Hier einmal rüber. Oh! Alter! Was machen die denn hier? Ich hoffe, es kommt jetzt nicht noch einer. Es reicht. Ihr habt genug Ärger bereitet, wenn man so sagen will. So, und jetzt muss ich, glaube ich... Aha! Cool. Mega geil, ehrlich. Man kann so geil hier fighten. So, und dann holen wir uns auch noch den Kollegen hier. Nix da. Richtig geil, ehrlich. Oh. Nein. Zack. Das ist auch krass, ne? Wir haben einfach den Dolch der Zeit und unseren Typen. Komm. So, wartet mal, wo lang muss ich denn hier? Ah, ich glaube, ich weiß, wo lang. So, einmal so springen. Zack. Und weiter. So. Oh. Das gleiche muss ich wohl auch hier machen. Und dann... Ah, ich verstehe. Kriegen wir hin, würde ich sagen. So, und dann hier so rüberspringen. Nix da. Ich hole mir auch. Das geht übrigens voll auf Zeit. Nein. Nein. Machen wir lieber den hier. Komm schon. Oha, ey. Ich muss aufpassen wegen meinen Lebenspunkten. Schnell rüber. Babylons letztes Bollwerk. Gefallen. Diese Männer dienten
treu meiner Familie. Mit ihrem Tod fällt die Stadt nun ganz in die Hand des Wesirs. Ja, was war es, es war. Was war es, es war. So, und hier muss ich anscheinend so rüber. Komm schon. Ich hole mir die jetzt alle. Das ist krass. Oha, hier ist ja noch einer. Nix da. Killkopfangriff und so. Oh Junge, das ist so geil, das Spiel, ne? Und ich muss euch sagen, dieser Move von dem Prinzen, der ist einfach Bombe, ehrlich. Ich liebe dieses Spiel. Zack. Ja, das machen wir auch. Nein, 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 nein. Mega geil. Wow, ist das geil, ehrlich. Warte mal, Leute, muss ich hier... Warte mal, Leute, ich glaube, ich muss hier so einen Trick anwenden, ne? Warte mal, die Truhe hole ich mir. Nein, 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 nein. So, ich glaube, der Typ. Und tschüss. Ich gehe mal am besten schnell durch. Was? Was macht der denn hier? Der Visier war da gerade. Habt ihr das gesehen? Ich bin jetzt einfach mal abgehauen. Das war der Visier, Leute. Digga, hier war einfach der Visier gerade. Uiuiuiuiui. Da war einfach gerade der Visier, Leute. Der ist einfach vor uns. Oh, warte, ich glaube, das Wasser muss wegfließen, oder? Nee, stopp. Das Wasser muss aufhören zu fließen, glaube ich. Jo. Was muss ich jetzt machen? Ey, da war doch gerade der Visier. Habt ihr den gesehen? Oha. Die kennen wir doch auch noch. Leute. Die kennen wir doch auch noch. Ja, Mann. Ich kenne die auf jeden. Auf jeden Fall. Von dem zweiten Teil von Prince of Persia war der, von Warrior Wizen. Da gab es diese Viecher auch. Ich wollte schon sagen, wo lange muss ich hin? Jedes Mal, wenn ich ihm nahe komme, entschwindet er. Warum stellt er sich nicht dem Kampf? Alles wäre so einfach. Es ist nicht alles Kampf, Prinz. Manche Schlachten finden auf andere Ebene statt, mit anderen Mitteln. Ich fürchte, du hast deinen Gegner unterschätzt. Begehen wir nicht zweimal denselben Fehler. Ups. Upsi, upsi, upsi. Den wollte ich jetzt nicht machen, den Fehler. Kann ich hier rüber? Ja. Ja, also der Typ hat ja irgendwie auch recht, ne, was er gesagt hat. Also, er hat ja total recht mit dem, was er gesagt hat. So, und jetzt glaube ich, muss ich hoch. So, jetzt glaube ich, kann ich wieder hoch. Hier einmal darüber springen. Und einmal in diesen Raum. Würde ich mal einfach behaupten. Was ist das für ein Ort? Interessant. Ein Safe-Point wäre jetzt auch nicht schlecht, um ehrlich zu sein. Ein kleiner Safe-Point. Boah, sieht wieder richtig krass geil aus hier, ehrlich. Richtig geil. Ach, guck mal hier, das kennen wir doch. Das trinken wir hier mal eine Runde, komm. Das kennen wir doch sehr gut. Mehr Leben. Doch nicht. Noch nicht. Noch haben wir kein mehr Leben. Aber wir müssen hier rüber.
Oh mein Gott, das ist so creepy. Boah, bloß nicht erwischt werden. Darauf hätte ich gar keinen Bock. Oha, das ist jetzt richtig krass. Oh mein Gott. Wir haben es, glaube ich, oder? Mehr Leben. Ihr habt zusätzliche Gesundheit erlangt. Vielen, vielen Dank. Das wollte ich auch haben hier an der Stelle. Nichts anderes. So, und offenbar müssen wir wieder zurück. Hä? Den gleichen Weg wieder, oder was? Hier lang? Hier lang. Ich wollte schon sagen, wo lang muss ich? Wäre jetzt ein bisschen übertrieben gewesen, wenn ich nicht wüsste, wo lang. Das wäre echt übertrieben gewesen. So, jetzt können wir hier wieder springen. Zack. So, und einmal hier rüber. Dann wieder hoch. Dann wieder rüber. Dann wieder hoch. So, und jetzt können wir hier, glaube ich, einmal hochspringen. Nice. Boah, es blendet hier richtig. Boah, guck mal, wie geil das aussieht, ne? Mega heftig. Also das Game hat auf jeden Fall Atmosphäre. Sagt, was ihr wollt. Hier, die kann ich auch mal betätigen hier. Ich glaube, dann geht die Tür auf. Und das, was ich halt liebe, es ist halt wirklich so storylastig. Babylon war schließlich gefallen. Und niemand war mehr da, der dem Prinzen zu Hilfe eilen konnte. Er war der Stadt letzte Hoffnung. Würde er versagen, wäre Babylon für immer verloren. Der Wesir begnügte sich nicht mehr mit der Krone. Er wollte ein Gott sein. Aber würde der Prinz die Lage erkennen, in der er sich befand? Und wenn ja, würde er die Bürde schultern? Würde er ein Held sein? Vielleicht. Für mich ist er auf jeden Fall einer der größten Helden im Spiel. Wenn nicht der größte Held hier im Spiel. Würde ich jetzt mal gerade so sagen. Kann ich hier runter? Nein, ne? Zu krank, ehrlich. So, jetzt muss ich wohl hoch. Vor allem, wisst ihr, was ich mich frage? Der Visier, den... Oha. Dem Visier juckt es gar nicht. Boah, sieht das geil aus. Ach, guck mal, endlich können wir speichern. Den Visier interessiert es gar nicht, ob wir den Dolch der Zeit haben oder nicht. So, eigentlich ist das ein sehr wichtiges Werkzeug, um ehrlich zu sein, ne? Also für ihn zumindest, oder sollte es zumindest sein. Naja, wie dem auch sei, vielen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Haut rein. Abo nicht vergessen, Like da lassen. Ciao, ciao, ciao.